Ab geht mal wieder zum Karpfenangeln. Also hier schön so auf den kleinen Schniepi hier und da ballern wir raus. Also legen wir los. Ich renne hier gerade quasi ja ganz frisch hin, habe also noch gar nichts probiert, aber wir hatten im Livestream ein Wettangeln gemacht und da hat dann wohl die Zitrone am meisten Wirkung entfaltet. So, ich habe hier tatsächlich noch aus dem Livestream, ich habe hier noch alles so wie vom Wettangeln. Und ich teste einfach mal. Wir fangen mal hier an auf kurze Strecke, auf 8 Meter. Ich schmeiß schon mal raus. Zack, Happy Hour geht los. Und ich teste erstmal blind und währenddessen bauen wir uns dann gleich eine Futtermische. Aber erstmal raus mit den Köders. Wir haben, halb 6 morgens, gute Uhrzeit. Heißt also, wir können anfangen hier. Und zuppeln im Idealfall schon die ersten Karpfen, während wir die Futtermische basteln. Und die Futtermische, ja, da gucken wir einfach mal eben rein. Fangen wir mal an. Wir wollen Zitrus. Wir nehmen mal die klassische, entweder Mais oder Erbse. Mais oder Erbse. Weizenkleie kann man, glaube ich, auch nehmen. Sollen wir diesmal Weizenkleie nehmen? Auch für Zitrone? Ich glaube, ich nehme mal vor Spaß Weizenkleie. Und dann geht's los mit Zitrus. Und dann nehmen wir einmal hier komplett die Feed Pellets in verschiedensten Größen. Also von klein bis. Dann haben wir das schon mal drin. So, Zitrus komplett. Und dann müssen wir noch mal kurz raus. Und dann haben wir ja die Möglichkeit, ich würde sagen, wir schreddern jetzt hier einen Boilie rein. Wenn man da keinen Boilie hat, einfach noch mal die Basis irgendwie Mais mit reinnehmen. Oder also wenn man keinen Boilie schreddern kann oder so, dann kann man auch so was anderes nehmen. Auch wenn man da jetzt eine normale Trockenmische macht in Kugelform. Der Spot ist ja prädestiniert dafür, ne? Zack, da geht's schon los. Doppelt geht's los. Auf 8 Meter hier ist das ja prädestiniert für alle, die eben auch noch kein PVA können. Und einfach mal nur hier auf entspannt vielleicht mit Futterkügelchen rauswerfen. Ne, also kurz hier vor diese Seerosen. Und dann hat man da schon eine passende Entfernung. Man kann da, guck mal, ein Amur, ey, auch witzig. Man kann dann hier, zack, genau da so hin. Ja, sieht doch schon gut aus. Das sieht doch schon gut aus. Genau, wo war das stehen geblieben? Futtermische. Und genau, wenn man dann nicht zerkleinern kann, halt einfach eine andere Komponente mit reinnehmen, die halt so klassisch Karpfen ist. Mais, Erbse oder sowas und gut ist. So, es gibt, glaube ich, noch Limette. Und da gibt es Limette Pop-Up. Gibt es noch was anderes Zitrusmäßiges? Ich hätte noch Zitrone sinkend. Auch das ist natürlich durchaus mal eine Option. Vielleicht mal mit einem sinkenden Boilie hier ran. Das heißt also mit klassischer Haarmontage. Auch durchaus einfach mal testen. Aber ich baller mal die Limette rein. Die war nämlich auch in der Vergangenheit. Das war ja vor vielen Monaten gab es ja auch schon mal das Ding hier mit der Zitrone. Und das war ja der absolute Hit. Und dann war auch immer mal wieder die Limette mit drin. Auch Limette ruhig mal als Köder genommen. So, ich mach das mal. Ach du Schande. Na guck mal, hier auf den kleinen Boilies, also beziehungsweise auf dem kleineren Set hier, da geht's schon mal richtig ab. Setup gucken wir uns natürlich gleich im Detail nochmal alles an. Finde ich aber schon gut. Finde ich schon gut. Schon eine gute Frequenz. Einfach hier gänzlich ohne Futtermische. Und da muss ich schon sagen, ich weiß noch nicht, ob ich hier Futtermische reinklatsche, ne? Wenn er schon so gut abgeht. Futtermische beeinflusst halt immer einen Spot. Und das ist halt auch nicht immer nur positiv. Zumindest für, also nicht immer positiv für alle Fische an dem Spot. Manche gehen halt dann auch runter von der Frequenz.
So, und dann hauen wir hier nochmal Zitrus raus. Zitronenmischung. So, Futtermische ist fertig. Also, heute mal Weizenkleie als Basis. Feed Pellets, Zitrus, Lime, auch noch mit drin, Limette und dann Zitrusmische anfertigen. Ab dafür. So, jawohl, 9 von 10. Und jetzt könnten wir hier natürlich noch was anderes mit reinmachen. Ich könnte auch einfach mal, ich könnte auch ganze Boilies mit reinmachen. Soll ich ganze Boilies mit reinmachen? Ich mache mal eine hier mit 14er. Nenne das Ganze dann Zitrus groß. Gibt es noch Limette? Das sind nur die. Weißt du was? Und ich mache nochmal ein Limette. Jetzt wird's wild. Das wird aber auch tricky. Hier ist ja schon Limette drauf. Das schreddern wir nochmal. Und zwar machen wir ein PVA. Das mache ich aber auch nur ins kleine Säckchen. Das ist fertig. So, mal eben hier nur auf Maiskorn. Bestes, ne? Maiskorn liefert am meisten. Also ideal für Karpfeneinsteiger. Einfach nur das Maiskorn drauf. Und das, was ich hier mache, das ist ja alles viel Spöks fürs Late Game dann. So, Zitrus groß. Also, die Idee ist, das ist jetzt hier gerade die Basis. Damit kann man mal so ein bisschen anwerfen. Und dann nehme ich jetzt gleich ein PVA, beziehungsweise eine Futtermische. Das ist dann hier Limette. So. Und 14. Das heißt, ich schmeiße jetzt die Basis an, aktiviere den Spot quasi mit normal relativ kleinen Komponenten und Partikeln in der Futtermische. Und dann baller ich würde sagen, vielleicht auch erstmal nur ein kleines PVA. Einfach nur on top obendrauf. Mit groß. Das heißt, nochmal geschreddert, aber dann auch nochmal mit einem ganzen Boilie mit drin. Zack, anfertigen. Und das ist dann quasi das i-Tüpfelchen obendrauf. So, jetzt reagiert es auch hier. Na, guck. Also beim Wettangeln war hier an der Stelle, ich muss gleich nochmal nachgucken, ich blende das mal eben dann hier ein. Der erfolgreichste Angler mit annähernd, also es war 300 Kilo plus in Richtung 400, dann auch der erste Platz an der Stelle. Ist natürlich auch klar hier, ne? 8 Meter Entfernung, hohe Frequenz, wenig Kurbeln, zack, sofort rein, raus, nächster Fisch. Ist natürlich sensationell, gerade für einen Wettangeln hier prädestiniert, wenn das hier an so einem Spot läuft, immer wieder geil. So, komm raus und dann mache ich das PVA eben fertig. Jetzt hat er sich entschieden. So. Dann kann man hier natürlich auch richtig schön Frequenzangeln machen hier bei so einem nahen Spot. Perfekt. So, jetzt basteln wir das PVA. Also, was hatte ich gesagt? Wir machen einmal das normale, und zwar ist das Zitrus. In den normal großen oder mittleren. Das ist immer für Karpfen, glaube ich, ganz gut. Eine ganz große, schöne Futtermenge mit drin. Hier die 20 Gramm. Und die 10 Gramm, die mache ich entweder für kleinere Fische, beziehungsweise wenn ich das PVA dran lasse, weil halt entweder so viel gefressen wird. Das heißt, Brassen oder sowas, die fressen ja immer alles weg. Oder wenn die Frequenz nicht ganz so hoch ist. Die Frequenz ist nicht so hoch und man fängt, ich sag mal, vielleicht so in-game, vielleicht jede Stunde einen Fisch oder sowas. Und man kann einfach kontinuierlich immer wieder so ein kleines bisschen PVA reinwerfen, immer wieder aktiv halten. Das große Ding dann hier vielleicht eher mal so für Störe oder sowas, gerade auch wenn Strömung dabei ist, da macht das vielleicht mehr Sinn. Also, für Karpfen das Dingen, dann gehen wir hier rein mit Zitrus. Und dann nehmen wir jetzt hier das normale Zitrus, genau. Zack, anfertigen. Ich hoffe, es lübt. Und dann nehmen wir jetzt das kleine mit Zitrus groß. So, und das ist dann halt
das E-Tüpfelchen. Ich glaube, ist schon wieder ein Biss, schon wieder was dran. Perfekt. Na, doch nicht. Doch nicht. Hat nur so ein bisschen gezuppelt in der Schrift. So, und dann würde ich sagen, machen wir dann jetzt gleich hier die nächsten Bisse. Da wechsle ich dann quasi, beziehungsweise hänge dann das PVA das PVA-Netz mit dran. Wir gucken erstmal noch in die Routen rein, in die Sets. Momentan natürlich hier, ja, mit dem großen Setup unterwegs. Man kann selbstverständlich hier auch ein bisschen kleiner rein. Allerdings ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr noch nicht so großes Setup habt, das heißt vielleicht hier mit einer HSV oder so steht, ein bisschen mehr Schnur vielleicht eher nehmen, weil hier ist alles offen. Das ist hier oder kann hier ein bisschen gefährlich sein, dass man leer gespult wird, wenn da was Großes reingeht. Ich würde sagen, 1er-Haken reicht völlig, wenn ihr vielleicht mit einem Maiskorn unterwegs seid und ein bisschen auf Frequenz auch aus seid. Vielleicht eher mit einem 4er-Haken. Ich bin jetzt hier gerade noch sehr groß unterwegs, wobei man das, wie gesagt, auch gut ändern kann. Aber noch geht es hier. Also 1er-Haken, Maiskorn durchaus zu empfehlen. So, jetzt machen wir hier mal das Citrus dran. Und dann gucken wir mal, ob sich das hier... Einmal raus damit. Ich baller erstmal 5 Stück davon rein. Und dann warte ich erstmal. Und dann werde ich so in die Abendstunden hin, zu den Abendstunden, die Großmische auch nochmal mit reinwerfen. So, hier ist einer mit 18er, mit Mais, mit Zitrone. Auch bisher noch keine Futtermische. 1er Haken drauf. Und hier das Ganze auch nochmal 18er. Es gibt auch bis zu 26er Größe, kann man vielleicht auch noch machen. Dann aber mit einem wirklich guten Setup, wo man sagt, okay, ich gehe in den harten Drill. Und dann, ja, dann muss es auch richtig reinballern, ne? Ich glaube, ich werfe einfach mal eben raus. Zack, zack, zack. Es fängt an zu zuppeln, jawohl. Zitrus. Normal. Und raus. Hier schon das nächste. Dann haben wir jetzt gleich 3-mal Futtermische vor Ort. So. 1, 2, 3. Und dann machen wir einen noch hier dran. Und dann reicht es, glaube ich, auch. So. Zitrus. Und raus damit. So. Dann haben wir jetzt hier ausreichend Futtermische vor Ort. Einmal werfe ich dann, eigentlich lasse ich das erstmal. Jetzt warten wir so die Mittagszeit erstmal ab, da könnte jetzt eben ein bisschen Flaute sein. Und dann geht's in Richtung Abendstunden wieder rein. Ja, nicht schlecht. Also bisher quasi im Minutentakt auch schon Frequenz ohne Futtermische, ohne alles. 10 Minuten hier, 9 Fischis jetzt gerade, also passt und es zuppelt direkt weiter. So moke wie dat. Ja. Und dann, wie gesagt, noch weiter testen. Jawohl. Auf größere Bolis, die etwas größeren Brocken. Sehr gut. Zeilkarpfen. Auch kohlemäßig super. Und es zuppelt auf allen anderen weiter. Jetzt wieder PVA runter. Zack. Wieder auswerfen. Wir nehmen erstmal hier den etwas kleineren. Oh, ist er überhaupt kleiner? Ist er gar nicht. Der ist bloß nicht so abgegangen. So, komm ran hier. Aber das sieht auch schon super aus. Das schmeckt doch schon. Wie ein Zitronenbonbon schmeckt das. Alter. Komm ran hier. Und hepp. So. Und wieder runter damit. Und wieder raus damit. Ja, geile Sache. Ich bin schon echt zufrieden. Cooler Spot und ich liebe es ja auch hier. Also, ne, Nachteil, man muss halt ein bisschen latschen. Wer es noch nicht erkannt hat, wir sind hier ganz oben. Also einmal hier rumlaufen. Bis auf diesen ganz kleinen Schniepi. Man sieht es auch an der Map. Die Stelle, wo halt so ein kleiner Schniepi ist und wo die dunkle, die etwas tiefere Stelle ganz nah dran ist. Wir angeln quasi hier fast
an der Kante zu dem etwas tieferen, zu diesem 2-Meter-Bereich. Da angeln wir jetzt gerade. Und da, wo dann die Karpfen langziehen, hier zwischen ja, den Seerosen und der Kante, wo es dann halt runtergeht, da sind wir heute. Ja, gerade die Frage, heute Belaya angeln. Klar, Freitag immer Belaya angeln. Großes Wettangeln an der Belaya. Ich glaube, ja, ein Muss für einen Freitag. Da geht schon was an. So, da zuppelt sich einer was zurecht. Die Frage ist, wie wirkt sich jetzt die Futtermische aus, ne? Gucken wir mal. Aber ich denke, das wird schon funktionieren. Auch ohne hat es halt, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Zuppelt ja fast wie ein Rotauge hier. Oder wie ein 3,2 Kilo Amur. Und jetzt ist er weg. Jo, also, weiter rausziehen. Jetzt ist Mittagszeit, jetzt ist gerade ein bisschen Flaute. Das ist der Spot. Wir haben, glaube ich, sämtliche Infos. Das mit dem Testen, mit dem großen Boilies. Ja, das mache ich dann später noch und hau die dann gegen 16 Uhr rein. Halt das große PVA in der Hoffnung, dass das dann die großen die großen Karpfen dann noch ein bisschen anlockt. Wie gesagt, nur ein Netz, eine Mische baller ich dann da rein, damit das nicht zu viel wird. Vorsichtig damit anfangen. Denn die großen Partikel neigen halt dazu, einen Spot deutlich schneller, oder was heißt neigen dazu, überfüttern einen Spot halt deutlich schneller. Deswegen aufpassen, nicht zu viel davon reinballern, vorsichtig damit mal anfangen und dann vielleicht später lieber nochmal ein bisschen nachwerfen, damit das ja nicht alles überfüttert wird. Die Fische müssen halt die Chance haben, das auch wieder wegzufressen sozusagen. Dann ist das gut. So. Rausziehen, Petri ihr Lümmels, wenn's geholfen hat, Daumen da lassen und ja, im Idealfall Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im Livestream heute Abend, Freitag ja immer Wettangeln am Belaya. Ab 19 Uhr geht's dann los mit dem Livestream oder halt im nächsten Video, montags, mittwochs und freitags halt immer auf Twitch und nahezu täglich auf YouTube. Bis dahin, ich zieh noch ein bisschen weiter raus, Petri.